Ja, sehr verehrter, lieber Herr Professor Näder, liebe Georgia Näder, lieber Herr Dr. Andreas Philippi als Mitglied des Bundestages, liebe Frau Dr. Witt als Landesbeauftragte, liebe Professoren und Präsidenten Tholan und Albe, lieber Herr Trehn als einer meiner Vorgänger im Präsidentenamt, liebe Frau Neher als Mitglied des Hochschulrates, liebe Kolleginnen und Kollegen des Präsidiums unserer Hochschule, liebe Kolleginnen und Kollegen der Dekanate der Fakultät Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften und Gesundheit und Ressourcenmanagement, liebe Kolleginnen und Kollegen des Gesundheitscampus, in dem wir uns hier befinden dürfen, liebe Studierende beider Fakultäten, liebe Gäste, Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner, Mitarbeitende der Firma Otto Bock, Freunde und Gäste der Familie Näder, liebe Vertreterinnen und Vertreter der Presse, namentlich Frau Elena Schrader und Herr Bernd Schlegel, liebe Gäste. Schön, dass ich Sie begrüßen darf. Ich durfte, einige von Ihnen haben es mitbekommen, in den letzten Wochen einige Erfahrungen sammeln im Begrüßen hochrangiger Gäste und im Moderieren solcher Ereignisse. Und diesmal ist es der Abschluss der Woche, diesmal ist es ein besonders schöner Termin und diesmal kommt die zu ehrende Person, die Hauptperson des heutigen Abends, mit großem Abstand den weitesten Weg aus den USA, ich glaube aus Chicago, direkt. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle hier sein können zur heutigen Antrittsvorlesung von Professor Näder an der HAWK. Wie schön, dass das jetzt sein darf. Wir haben diese Ehrung vor einiger Zeit schon vorgenommen. Sie alle wissen, warum eine Antrittsvorlesung im gewohnten Rahmen nicht möglich war. Jetzt ist es möglich. Wie schön, dass es möglich ist, auch in diesem Rahmen, der über den Rahmen einer Antrittsvorlesung ein wenig hinausgeht, aus gutem Grund. Und ich freue mich auch darüber. Was machen wir? Die HAWK verleiht eine Ehrung. Die Ehrenprofessur, und das macht sie nicht regelmäßig, sondern relativ selten, an Persönlichkeiten, die sich, so heißt es in unserer entsprechenden Ordnung, die es dafür natürlich gibt, in herausragender Weise um die Werte und Ziele der Hochschule verdient gemacht haben. Und da gibt es durchaus hohe Hürden und Gremienbefassungen und Vorgaben. Und das geht so los, dass eine Fakultät, eine Ehrenkommission bildet, einen Bericht erstellt, der Senat diesen beschließt, das Präsidium votiert und am Ende steht dann die Ehrung. Ja, lieber Herr Professor Näder, natürlich wollen wir Sie ehren. Natürlich, das ist kein Geheimnis, sind wir auch geehrt, dass Sie diese Ehrung angenommen haben. Und die Gründe dafür, warum wir Sie gerne ehren und warum wir geehrt sind, die wird mein Kollege Wolfgang Viöhl in seiner Laudatio noch vortragen, weil er das nämlich viel besser kann als ich, weil er Sie länger und vermutlich auch besser kennt. Und als Hochschulpräsident bin ich es zum Glück gewöhnt, dass ich viele, viele hundert Menschen um mich habe, die Dinge besser können als ich, weil das ja alles Fachleute sind. Insofern freue ich mich schon jetzt auf die Laudatio. Mit dieser Ehrung sind nicht nur Würden verbunden, sondern auch, das ist normal im hochschulischen Bereich, kleine Erwartungen, ich möchte es gar nicht Verpflichtungen nennen, aber es gibt auch Lehre und Seminare für Ehrenprofessoren. Und ich erinnere mich an einen Moment relativ eindrücklich. Und lieber Herr Näder, wenn Sie das erlauben, dann würde ich den Rückblick doch wagen. Vor ungefähr 2 Jahren waren wir zu einem längeren Gespräch in Duderstadt, haben uns mit Ihnen getroffen, mit Wolfgang Viöhl, einige anderen waren dabei. Es ging um viele Kooperationen, um Entwicklung der Hochschule, um neue Studiengänge, um ja, Entrepreneurship. Und wir haben ungefähr 1,5 Stunden da miteinander verbracht. Und am Ende war der Punkt gekommen, wo ich vorfühlen sollte, so nennt man das ja taktvoll, weil von der Fakultät schon angekündigt war, sie würde diesen Antrag auf Verleihung der Ehrenprofessur gerne stellen. Nun macht man das natürlich nicht, ohne den vermeintlich zu Ehrenden vorher zu fragen. Und als ich dann vorfühlte, hatte ich sie gefragt, ob sie bereit wären, diese Ehrung auch anzunehmen. Und das habe ich mir gemerkt, weil mich das wirklich beeindruckt hat. Sie haben kurz den Blick schweifen lassen, genickt und dann aus dem Stegreif fast 1/4 Stunde lang entwickelt, was Sie einbringen könnten und was die jungen Menschen an der Hochschule vielleicht erwarten und welche Ideen für die jungen Menschen von Interesse sein könnten. Und am Ende dieser nur kurz unterbrochenen Viertelstunde waren wir fast bei einer Lehrveranstaltungsplanung. Das
hat mich wirklich beeindruckt, weil daraus deutlich wurde, dass sie nicht nur ein Mensch mit bekanntermaßen viel Erfolg und viel Wissen sind, sondern dass sie auch eine Leidenschaft dafür haben, dieses Wissen zu teilen, es jungen Menschen weiterzugeben und gerade in einer schon damals ja herausfordernden und schwierigen Zeit für junge Menschen, auch an Hochschulen, dieses Wissen zu teilen und in Richtung Entrepreneurship, Übergang in das Berufsleben, Kooperation in die Wirtschaft eben auch zu ermutigen, diese jungen Menschen. Und an der Stelle passen sie wirklich besonders gut zu uns als Hochschule. Deswegen freue ich mich besonders auf Sie und die Hochschule freut sich besonders auf Sie. Unsere Studierenden freuen sich auf Sie und wir freuen uns alle miteinander auf die Laudatio von Wolfgang Wjöhl. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich mache es mit der Begrüßung etwas kürzer. Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Neder, Sie haben gehört, es wurde eine Ehrenkommission einberufen. Und diese Ehrenkommission bestand aus einem multidisziplinären Team aus 11 Expertinnen aus den Bereichen Medizintechnik, Plasmamedizin, Gesundheitsfachberufe, Soziale Arbeit, Entrepreneurship, Regionalentwicklung, Ingenieurwissenschaften und Physik. Warum? Ganz klar, Sie machen so viel, da brauchen wir ein paar mehr Experten, um das Ganze einfach von allen Seiten beleuchten zu können. Und wir waren uns einig, eine Honorarprofessur ist bei den vielen Leistungen, auch gemeinsam mit der HWK, einstimmig von allen so beschieden worden. Und dann geht es weiter durch Fakultätsrat, Senat und Präsidium und wurde dort ebenfalls befürwortet. Ich möchte jetzt nichts über Ihre Lebensleistung sagen, sonst wird das viel zu lang, sondern möchte mich konzentrieren auf die Arbeiten, die Sie gemeinsam mit der HWK nach vorne getrieben haben. Und das sind auch schon etliche. Ich kann hier wunderschön einfach weiterschreiten und hier zu Duderstadt 2020, woraus dann Duderstadt 2030 einfach hingehen. Sie haben dort 2009 und 2012 einen Entwicklungsprozess gestartet von einer Kleinstadt mit wissenschaftlichen Personen aus der HWK, wissenschaftsorientiert eine Regionalentwicklung angestoßen und auch finanziert. Und diese Regionalentwicklung hat auch gleichzeitig die Bürgerinnen, die Politik, Verwaltung mitgenommen. Heutzutage, 15 Jahre später, ist das eine Selbstverständlichkeit. Aber vor 15 Jahren war das noch nicht so. Sodass Duderstadt 2030 hier eine riesengroße Datenbasis hat und riesig viel Erfahrung und das eigentlich ein mustergültiges Beispiel von einer Regionalentwicklung war. Es gibt aber noch weitere Projekte, die eine Rolle spielen. Sie sind nicht nur regional verbunden, sondern auch unterstützen Sie Personen, Personen, die schutzbedürftig sind. Und da haben wir die Kinder, die besonders schutzbedürftig sind. Und auch hier wurde mit vielen Studierenden der HWK zusammengearbeitet. Und Sie haben es auch ermöglicht, sogar ein Praktikum in Brasilien zu unterstützen, um auch dort diese Erfahrungen, die man dort machen kann als Studierender, einfach mitzunehmen für das eigene Lebenswerk. Solche Dinge wurden ebenfalls wunderbar unterstützt von Ihnen. Komme ich zu einem ganz anderen Thema. Es geht so ein bisschen um Agroökotourismus und entsprechend ja, nachhaltiges HGN-Farming sozusagen. Wenn ich da meine Kollegen höre, die dort mitarbeiten, die sind so hellauf begeistert, das ist einfach wunderbar. Und komme ich später drauf. Bleibe ich jetzt noch beim Farming. Die sind so begeistert, die haben gesagt, schon allein die Unterstützung in dem Projekt ist schon eine Honorarprofessur wert. Allein schon das. Und auch dort, Studierende haben die Möglichkeit, dort praktische Erfahrungen zu machen. Und das ist einfach wunderbar. Das Unternehmen Otto Bock
hat auch eine enge Beziehung zur HWK. Es gibt gemeinsame Projekte. Es gibt das Deutschlandstipendium, was von Otto Bock unterstützt wird, aber es gibt auch gemeinsame Forschungsprojekte. Ich nenne nur eins, aus der EU finanziert Accelerate und vom BMWF finanziert Plasma for Life. Auch dort gibt es enge Verbindungen zwischen diesen verschiedenen Partnern. Wir beide sind uns über den Weg gelaufen. Das haben Sie vielleicht gar nicht gemerkt. Aber ich habe es gemerkt. Die Südniedersachsen-Stiftung, bevor sie gegründet wurde, saßen wir gemeinsam, und zwar nur zwei Plätze auseinander, und haben versucht, das nach vorne zu bringen gemeinsam. Der Trainer, der Präsident, kam ja später dazu. Wir waren, glaube ich, früher hier und haben das Ganze schon ein bisschen angeschoben. Ja, da komme ich jetzt dazu. Warum überhaupt dann unsere enge Verbindung? Ich begann einfach mal im Bereich der Plasmamedizin zu forschen. 2002 sind da die ersten Experimente, haben bei uns stattgefunden, die ersten Geräteentwicklungen haben stattgefunden. Und wir waren damals vor den Vereinigten Staaten, die haben 2005 angefangen, vor anderen Forschungsinstitutionen in Deutschland. Das Leibniz-Institut in Greifswald hat erst dann nochmal zwei, drei Jahre später angefangen, auf diesem Gebiet zu forschen. Plasmamedizin, was ganz, ganz Neues, war irrsinnig schwer nach vorne zu treiben. Wir haben mit großen Unternehmen gesprochen und diese großen Unternehmen waren zum Beispiel Siemens, Philips und so etwas, aber da war vielleicht in der Entwicklungsabteilung Interesse, aber nicht im Vorstandsbereich. So weit sind wir nicht gekommen. Die hatten dieses große Risiko noch entsprechend gesehen. Eine ganz junge Technologie. Ich hatte auch Schwierigkeiten in Förderprojekten, das darzustellen. Ich bin froh, dass die anderen dann auch angefangen haben, auf dem Gebiet zu forschen, denn damit war es so eine Scientific Community. Und dann hat man doch gedacht, da ist was dran. Und wir hatten dann einfach gesagt, das ist uns wertvoll genug, wir wollen da wirklich weitermachen. Die Mitarbeiter haben das auch gesagt, wir wollen irgendwas gründen. Haben einen Exist-Antrag erstmal gestellt, um das Ganze vorzubereiten, auch Drittmittelprojekte angeschoben. Und dann kam noch ein Drittmittelprojekt vom BMWF, wurde auch das Unternehmen gefördert, sollte gefördert werden, aber es gab ein kleines Problem. Es gab keine Eigenfinanzierung von diesem Unternehmen, die musste auch noch nachgewiesen werden. Das BMWF hat mir ganz großzügig 14 Tage Zeit gegeben, um eine etwas größere Summe zusammenzubekommen. So sind wir über Herrn Trehn zusammengekommen. Ihm habe ich das auch erzählt. Er hat die Verbindung zu Ihnen schnell gesucht. Wir sind sehr, sehr schnell zusammengekommen. 14 Tage sind ja nicht lang. Und wir haben uns dann mehrfach getroffen. Das war wirklich wunderbar. Aber ich hatte eine kleine, wenig Angst, dass Sie auch Nein sagen. Warum? Ganz einfach. Sie arbeiten in einem Unternehmen, das Prothesen herstellt und auch Orthesen. Aber diese Technologie, Plasmaderm, kann Wunden heilen, unter anderem, aber auch solche Wunden heilen von offenen Wunden, die mit keiner konventionellen Technologie wieder geschlossen werden können. Das heißt, es steht eine Fuß- oder Beinamputation meistens an. Und ich hatte die Angst, hey, das ist ja eine Konkurrenz, wenn ich dort keine Prothese mehr verkaufen kann. Das waren so meine Bedenken, die ich im Hinterkopf hatte, und war sehr glücklich, dass sie trotzdem hochbegeistert war. Es gibt ja auch hier im Bereich der Prothesentragen und Orthesentragen auch durchaus Wundheilungsprobleme, sodass das doch passt. Und die Krönung des Ganzen ist eigentlich gezeigt worden, vor wenigen Tagen am Montag hat der Spiegel ausgesendet, dass ein Patient behandelt wurde, der hatte auf der linken Seite eine Prothese und auf der rechten Seite wurde er mit Plasmaderm behandelt, um diesen Fuß auch noch zu heilen nach einem Unfall. Also hier, kompakte Technologie, made by Neder, an einem Patienten, um ihn zu heilen. Und ich habe eben gerade gehört von der behandelnden Ärztin, die Sie auch sehr gut kennen, dass das schon sehr, sehr erfolgreich ist. Jetzt noch viel erfolgreicher als bei dem Film berichtet, der ja schon vor einigen Wochen gedreht wurde. Also eine Vision, die Sie dort haben. Viele andere sagen einfach nein, das ist einfach noch zu risikohaft. Und Sie haben trotzdem Vision, sehen, da kann was werden. Und Ihre Unterstützung ist ja nicht nur die finanzielle gewesen, sondern auch viel mehr darüber hinaus, auch Ideen,
Weiterentwicklung des Unternehmens, juristische Beratung, all das rundherum haben Sie ja damit eingebracht. Ich habe ja nur das Patent und die ersten Ideen eingebracht. Und das zusammen hat eigentlich zu dem Weltmarktführer Synergy geführt, die auf dem Gebiet der Plasmamedizin. Immer noch Weltmarktführer. Ich hoffe, dass sich das dann auch in Kürze noch weiter zeigen wird. Aus dieser Zusammenarbeit ist dann noch mehr geworden. Da sind auch noch mehrere Unternehmen gegründet worden. Synergy Technologies GmbH, da geht es ein bisschen Richtung Lasertechnik. Synergy Systems GmbH, PlusCost GmbH, geht es mehr Richtung Kosmetik. Also ist noch viel mehr entsprechend daraus geworden aus der ursprünglichen Idee. Und ich war Ihnen eigentlich sehr glücklich, dass Sie da jetzt eine Honorarprofessur bei uns haben, weil ich habe Sie kennengelernt. Und ich wünsche mir, dass auch viele Studierende Sie kennenlernen und einfach mal Ihren Spirit, Ihre Visionen, Ihre Denkweise einfach mitbekommen, einfach mal erleben. Und dann kann jeder für sich selber das Stück mitnehmen, was er gebrauchen kann und einfach auch mal solche Persönlichkeiten kennenlernen, um dann Sie mal anzusprechen vielleicht, wenn es dann auch wieder um eine Ausgründung geht oder auch jemanden anders, aber überhaupt Ihren Spirit mal kennenzulernen. Ich glaube, so etwas ist so wertvoll, eine so große Lebenserfahrung, die Sie unseren Studierenden mitgeben können. Und ich freue mich einfach auf diese vielen Vorlesungen, Exkursionen, Seminare oder was es auch immer sein wird, Führungen auch durchs Unternehmen. Da gibt es dann vielfältige Möglichkeiten an Lehrveranstaltungen, die ich mir vorstellen kann und Sie ja auch schon entwickelt haben und noch viel mehr entwickelt haben. Und ich bin sehr glücklich und unsere Studierenden werden genauso glücklich sein. Vielen herzlichen Dank, dass Sie bei uns sind. Danke. Ja, vielen Dank, lieber Wolfgang. Und jetzt kommt ein Teil. Liebe Gäste, lieber Herr Neder, den kann ich wirklich gut. Weil das mache ich häufig als Hochschulpräsident. Ich darf relativ häufig Urkunden überreichen. Ich darf, und das gehört zu meinen vornehmsten Aufgaben, das mache ich wirklich gerne. Und viele von Ihnen, die hier im Raum sind, durfte ich berufen. Und ich sage das immer so ein bisschen flapsig. Ich darf Professorinnen und Professoren machen durch Überreichung einer Urkunde. Wir haben die ja schon zugestellt, aber ich habe sie noch nicht öffentlich überreicht. Wir wären ja nicht im öffentlichen Bereich und im Bereich des Landes Niedersachsen, wenn es nicht dafür auch eine Dienstanweisung gäbe, wie man das zu tun habe. Die habe ich mir durchgelesen, nämlich indem der Überreichende und der zu Ernennende sich beide erheben und man durch Überreichen und Verlesen der Urkunde diesen Akt vornimmt. Das mache ich sehr gerne und ich bitte Sie dazu hier auf die Bühne. Nach oben. Im Namen des Landes Niedersachsen bestelle ich Herrn Hans-Georg Näder mit Wirkung vom 01.09.2021 zum Honorarprofessor HAWK in Hildesheim. Datum war der 01.09.2021. Herzlich willkommen, herzlichen Glückwunsch und herzlichen Dank. Dankeschön. Ja.